So, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von diesem Sphere. Shelly hat irgendwelche Probleme. Wir müssen leider zum Tierarzt. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht. Ja? Nee, jetzt. Bin beim Tierarzt. Es kommt bei dem Tierarzt zu dir, um dein krankes Tier zu untersuchen und behandeln. Bitte hab ein wenig Geduld. Wo ist Shelly? Oh, die habe ich schon keine Lust. Geht's jetzt ab? Okay, Tieruntersuchung. Die Diagnose für Shelly lautet magmafizierte Organe. Welche Behandlungsoption bevorzugst du? Basisbehandlung? Heile dein Tier mit effektiven, aber ein wenig unangenehmen Behandlungen. Scheue keine Unkosten und heile dein Tier mit der besten Medizin. Soll dein Tier da alleine durch? Wenn der Tierarzt keine Behandlung durchführt, bleibt dein Tier krank. Um Gottes Willen, nee. Ist sie gesund jetzt wieder? Okay, also ich denke mal, wir können nach Hause. Komm, wir gehen gleich mal spazieren. Okay, so, wir gehen spazieren. Tschüss. Okay, also wir haben jetzt unsere Shelly geheilt. Sie hatte ein magmafizierte Organe, was das auch immer bedeuten mag oder was das auch immer ist. So, wir gehen jetzt aber auf jeden Fall spazieren. Sehr schön. Ihr geht es auf jeden Fall besser. Wir haben die Behandlung bezahlt. Das war die teuerste Variante. Zum Glück. Zum Glück hapert es bei uns nicht jetzt so sehr am Gelde. Da geht es immer noch. Aber könnte natürlich auch anders sein. Aber wir hätten natürlich auch die 750 Euro uns nicht leisten können. Aber ja. Mich täte halt mal interessieren, was man macht, wenn man keine Behandlung anklickt, ne? Wenn man einfach sagt. Oh nee. Pendeln. Okay, na dann warten wir. Aber ich würde sagen, wir können jetzt trotzdem wieder nach Hause gehen. Shelly ist geheilt. Das bedeutet bombastisch. So. Costing bestanden. So, du bist jetzt mein Opfer. Nee, das will ich nie. Warte mal, warte mal. Oh, der ist wütend. Jawohl, genau. Ich benutze dich jetzt zum Antoben. Wir können jetzt hier richtig toben. Wir müssen eigentlich bloß wütend sein. Aber ich weiß nicht, wie man wütend wird. Nein, über Outfit-Sporten. Bitten zu gehen.
Warte mal, wir müssen jetzt mal gucken. Protzen, Rieseln lassen, Geldtelefon. Nee. Was stimmt, oder? Nee, irgendwie das klappt. Nee, warte mal, wir haben jetzt irgendwie echt einen Zapp, ne? Weil 19 Uhr Mittwoch. Haben wir das jetzt Buch? Haben wir das Buch jetzt einstecken? Geschicklichkeit? Nein, natürlich nicht. Haben wir das noch irgendwo rumliegen? Natürlich nicht. Öffnen? Okay, so, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir es jetzt machen am dümmsten, ne? Mit denen wütend sein. Aufgebracht. Wütendes Gefühl erforschen. Nein? Ja, wo kann ich denn das jetzt? Versetze deine wütende Stimmung und führe gemeine Interaktionen aus. Dort. Da ist er noch. Den kann ich jetzt voll toben. Ja, gut, okay. Die kann ich jetzt vielleicht nie gerade voll toben. Kaffee besuchen. So, wir von hin. Wir können dann hinterher schlafen, tatsächlich. Und vorher. Guck mal jetzt, ob wir hier voll toben können. Genau, da bist du. Dummerweise. Falscher. Blows it. Panka. So. Nee, Unfug, nie gemein. So, spotten. Okay, abgeschlossen. So, wir können jetzt nach Hause. Naja, tschüss, wir können jetzt heben. Wir können jetzt nach Hause. So, sehr schön. Wir haben jetzt das wütende Gefühl erforscht. Das kriegen wir ohnehin. Und dann können wir morgen, beziehungsweise heute Abend, sozusagen dann so. Bin ich müde? Ich muss so aufs Klo. Genau, wir gehen dann schlafen. Klo, schlafen. Und dann freuen wir uns. So. Ja, ist ziemlich cool. Jo. Warte, was braucht man denn? 24 Stunden? Zeichne mit einer Drohne auf der Nacht. Ach so, na gut, das geht ja. Das ist machbar, ja, oder so. Filme dabei der Nachbarschaft aufnehmen. Oh, na, so muss sie bestimmt hier draußen stehen. Und da zieht sie los. Öffnen, essen. So. Du fragst dich vielleicht, warum eine strenge geheime Agentur wie unsere jemand kontaktiert, der so einen guten Ruf hat wie du nun. Ja, das genau ist der springende Punkt. Du genießt so einen guten Ruf, dass niemand vermuten wird, dass das. Hallo. Wenn du bereit. Ja, genau, das ist der Springpunkt. Du hast so einen guten Ruf. Alter. Nun ja, das ist genau der Springpunkt. Du genießt so einen guten Ruf, dass niemand vermuten würde, dass du eine Geheimagentin bist. Wenn du bereit bist, würden wir dich als führende Detektivin einschleusen. Ohne übrigens diese Unterhalt nie stattgefunden. Jobangebot ablehnen.
Reisevideo. Wo lebe ich? Folge 1. So, wo ist denn die jetzt? Ist die wieder hier drin oder? Hä, wo ist denn die Drohne? Oh, ich dreh ab hier. Oh Mann, ey. Ja, wo ist denn die Drohne jetzt? Oh, die geht's gerade richtig aufs Schwein, wie es hier aussieht, ey. Warte mal, wir machen jetzt mal ganz kurz Service engagieren. Lol, guck mal, die sind vergammelt. Oder ist es wegen Herbst? Weiß ich nicht, wir lassen es einfach mal wegen Herbst. So, wo ist denn jetzt die Drohne? Dort ist die Drohne. Video übertragen. Die geht mir gerade echt ein bisschen aufs Schwein hier. Warte mal. Absetzen. Reparieren. Teile plündern. Wegwerfen. Wie, du bist fertig? Sieht aus wie Sau. Video bestellen. Oh, wieso geht denn das jetzt nicht? Hast du es gemacht? Nee, wieso macht denn der das nie? Stop. Video auf übertragen. Na also. Was hast du denn? Komm, wir gehen mal baden. So, warte jetzt mal. Wir tun jetzt aber das Video bloß mal hochladen, schnell. Super. So. Ich weiß nicht, was er hat. Ach, na dann geh doch aber raus. Mitmachen. So, Karriere lehnen wir allgemein im Grunde ab. Jetzt kommt wieder ein neues Casting. Beziehungsweise ein neuer Auftritt. Ein neuer Auftritt und ich bin sehr, sehr gespannt. So. Gut. So. Okay. Wir gehen aber erstmal auf Toilette. So. Essen wir erstmal was ganz entspannt. Oh, guck mal. Chili. Ganz in Ruhe. Stream starten. So, jetzt frisieren und schminken. So.
So, und... Jansiba Xerxi. Aha. So. Oh, guck mal, wie viele Follower wir dazu bekommen haben. Krass. So. Tratschen, wir müssen tratschen. So. Guck mal, die hat nochmal Hunger. Stopp. So, wir essen jetzt nochmal ein Stück Pizza, weil es schmeckt. Und dann können wir dem Regisseur sagen, dass wir bereit sind für unseren Auftritt. Gut. So, was müssen wir jetzt tun? Super, das war's. Luis hat Gold erreicht. Geschafft. Alles sehen mit Luis in dem Kasten. Die Crew packt ein und das Material wird zur Bearbeitung. Wir haben 2400 Simoleons. Befördert zum Aufgehen der Stern. Es sind neue Casting. Wir sind ein B-Promi. Wir sind jetzt ein richtig geiler B-Promi. Luis' Karriere nimmt langsam Fahrt auf. Sie darf sich jetzt B-Promi nennen. Als Drei-Sterne-Promi kann sie Fans umarmen oder Selfies mit ihnen machen. Allerdings kleben ihr jetzt aber auch die Paparazzis an den Fersen. Halte nach ihnen Ausschau, wenn sie sich in der Öffentlichkeit befindet. Zum Glück gibt es eine Möglichkeit, die Privatsphäre in der Stadt zu schützen. Luis kann sich im Spiegel tarnen und sich dann unbeeiligt in die Öffentlichkeit bewegen. Uhu. Aber es ist 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens. Wir gehen jetzt schlafen. Sehr schön, cool. Und an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, ich beende die Aufnahme. Bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ich hoffe, es gefällt euch bis dahin. Falls ihr Tipps und Tricks habt, gerne in die Kommentare. Ich freue mich wirklich über jeden. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir macht es unglaublich viel Spaß und 1-2 Folgen kann ich noch aufnehmen. Deswegen werde ich jetzt nicht lange drum herum labern, sondern werde mich ganz recht herzlich bedanken und verabschieden. Und vielen, vielen Dank. Bis in die nächste Runde. Bye, bye. Oh, und jetzt geht das wieder los.